Ihr lieben Zuckerschnuten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einem Review zu dem Bild Jack-O-Lantern Time von Wendell Spengler, gekauft bei Diamond Art Club. Da seht ihr das. Do what makes you sparkle. Ja, ich habe das mit dem Event Chills and Thrills gepaintet. Mehr aber eigentlich für mich, würde ich sagen. Hab das immer fleißig auch in der Facebook-Gruppe von Thrills and Chills und auch an anderen Facebook-Gruppen gepostet. Es war ein tolles Kit. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, weil erstmal war es ja runde Steine und besondere Steine und überhaupt und ach toll. Ich habe wieder geschickt gepaintet, ne? Ich habe erst wieder den Hintergrund und den Mond gemacht und diese Äste. Also ich glaube, ich habe mit diesem hier angefangen, mit dieser Farbe hier, also das nicht, ne? Aber das hier. Dann habe ich das Blau hier gemacht und den Mond und diese Äste hier und hier. Und dann bin ich übergegangen zum Kürbis mit dem Stiel und dann habe ich die Portien gemacht und dann den Kürbis an sich. Da habe ich mit dem, das hat echt super geklappt mit dem Sechsfachschiffchen. Das hat auch mit den Farben immer super geklappt, ne, mit dem hier und mit dem Platzschiffchen. Das sind ja auch nochmal zwei. Also ich habe sozusagen mit 8 Schiffen gearbeitet. genau, dann habe ich das gemacht und dann habe ich den Hut gepaintet. Na, schön den Hut hier. Ebenfalls mit den Schiffchen. Und dann bin ich übergegangen zu den Ohren, zu der Hand, zum Bauch. Und dann habe ich mich hier bei dem Grün vorangebracht. Die Augen habe ich zwischendurch noch gepaintet. Genau, also ich habe wieder so in meiner Painting-Variante das Bild fertiggestellt. Das funktioniert auch super bei den Wendell Spengler-Bildern, muss ich sagen. Ne? Oder auch das mit den drei Hasen, das haben jetzt auch einige bei Thrills and Chills gepaintet. Das habe ich auch in meiner Variante, ich weiß aber nicht, wie ich das sagen soll, in meinem Schema. Nee, also wie ich halt painte. Ne? Genau. Die Steine waren top, die Klebkraft war top. Versiegelt wird es ja nicht, ne? Aufgrund dieser Garantie hier. Genau. Ich hatte ja auch, glaube ich, 2 Paint with Me gemacht, oder? Jetzt war wieder. Ich habe zurzeit übelste Probleme mit meinem Stativ. Das hält nicht mehr. Das ist total doof. Ich kann ja wie. So, jetzt habe ich gerade mal Pause gemacht. Ich kann das irgendwie, hält das nicht mehr. Da rutscht dann immer mal runter. Und wenn ich das dann wieder drehe, dann ist er wieder ein bisschen fester. Keine Ahnung. Muss mir was einfallen lassen. Das wäre schade, weil das war echt. Das ist eigentlich ein tolles Teil. Naja, mal sehen. Gepaintet habe ich ja mit dem Stift. Den Wachs habe ich noch rausgemacht. Und mit meinem süßen Coverminder der Katze von Halloween. Und die will nicht raus. Da ist er. Das ist mit dem Kürbis. Passend, ne? Und mit gerösteter Kastanie, was meinen Kindern überhaupt nicht gut geräumt. Die kamen dann ins Wohnzimmer und sagten, oh, was stinkt denn hier? Oh, mir fällt gerade ein, wann war ich denn fertig? Das habe ich vergessen. Da muss ich dann nochmal in meinen Bildern nachschauen. Das muss ich noch einschreiben. So, jetzt habe ich wieder einmal Steine über. Die hatte ich rausgenommen. Sieht er gar nicht. Die hatte ich ja für den Wachs rausgenommen. Ja, und jetzt bin ich am Suchen. Wo sind sie denn? Eieiei. Ich mache mir die dahin, wo ich sie nicht vergesse. Da sind sie. Ich hab sie. Die kann ich jetzt wieder reinmachen. Also von den Steinen habe ich noch genug über. Also dem ist auch ein Daumen nach oben zu geben. Ne? Wir haben ja überall noch genügend Steine über und auch die Runden sind jetzt Harzsteine bei Diamond Art Club. Bei dem Kit hatte ich auch noch bunte Symbole, weil irgendwie, ich glaube die Heidi hat das gesagt, dass das wohl nicht mehr so wäre, aber das ist ja eigentlich ein neues Kit.
Bis jetzt ist mir das noch nicht so aufgefallen. Also ich habe überall noch was. Hier, das ist leer, aber das liegt daran, dass ich hier noch genügend habe. Und das waren Leuchtsteine. Genauso wie die hier. Wunderhübsch, ne? Und ich hatte drei AB-Farben. Einmal in Gelb. In dem schönen Orange, die finde ich richtig toll. Und einmal in Weiß. So, die mag ich euch jetzt noch zeigen. Diese Funkeln. So, wir haben das ganze Schwarz, was ihr hier seht, diese ganzen Ränder, das ist alles die Leuchtfarbe. Und der Mond ist das Gelb natürlich, ne? So, die Spinnnetze haben AB-Farben. Und hier haben wir das Orange drin. Ihr habt da auch noch das Weiß. Und hier ist das Gelb. Na, hier überall das funkelt, funkelt, funkelt. Seht ihr das? Es funkelt sowieso, ne? Das ist bei Diamond Art Club immer so, ne? Also in den Augen ist das Weiß nochmal drin. Und hier ebenfalls so hier lang und hier lang. Im Hut, an der, hier ist nochmal ein Spinnnetz, genauso wie hier. Und hier habt ihr an den Ohren. Ja, seht ihr? Da ist, glaube ich, sogar das Gelb nochmal mit drin hier. Und hier ist nochmal weiß. Genau, also es ist ein wunderschönes Bild. Finde ich richtig toll. Kann ich euch empfehlen. Letztens gab es das wieder. Das war ja alle und dann gab es das wieder. Wie gesagt, ich packe alles in die Beschreibung rein, was ich habe. Link zum Bild, zu dem Kitting Up, zu dem Paint with Me, zum Unboxing. Das findet ihr alles in der Videobeschreibung unten. Und mehr gibt es dem eigentlich nicht zu sagen. Also, es war wirklich ein tolles Bild. Ja, hier ist ein Stein, der nicht hier hingehört, aber der ist hier zu viel, weil ich hatte alles durchgeguckt. Ich halte mir das Bild immer ins Licht. Also gegens Licht. Und dann sehe ich, dass, ob da noch Steine fehlen. Es funktioniert super. Das Bild wird natürlich nicht versiegelt, hatte ich ja schon gesagt, wegen dieser Garantie, ne? Aber der Rand wird abgeschnitten und dann kommt das erstmal entweder in die Mappe oder mein Mann und ich überlegen uns noch wohin. Das weiß ich noch nicht. Ja, dadurch, dass wir die Zimmer jetzt umgeräumt haben, müssen wir erstmal gucken. Da sind so viele Bilder jetzt aus zwei Kinderzimmern, die ein eins sollen. Aber Mann hat gesagt, nein. Ich glaube, ich hatte euch das schon gesagt, aber ich muss mal gucken. Ja, so, und jetzt bin ich am Ende. Tolles Bild, tolle Firma, tolle Steine, tolle Auflösung. War ein schönes Painten. Painte gerne Diamond Art Club. Ja, auch wenn es teuer ist. Und ja, auch wenn es die Bilder vielleicht noch woanders gibt. Hier fehlt der Stein. Sauerei. Hoppala. Achso, ich habe ja keinen Wachs mehr im Stift. Kann sie nicht halten, ne? Ja, drüber gerollert bin ich noch nicht. Das ist der echt jetzt abgefallen. Ist nicht mehr. Das ist auch noch dran. Ja. Naja, dann räuere ich mal. Aber das mache ich, wenn ihr nicht dabei ist, weil quietscht. Mama ölen, ne? So. Das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Na, die Riffe sind immer kurz, ne? Aber trotzdem möchte ich es euch ja präsentieren, meine schönen Bilder, ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Seid mit dabei, wenn es wieder heißt, bei Mellys Painting-Ecke kommt ein neues Video. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Viel Spaß mit euren Hobbys. Bleibt gesund. Und bis bald. Tschüss.